Shalom Aleichem, täglichen Tanja, 26. Iyar, 5782, Schaltjahr. Wir sind in die Mitte von Kapitel 31. Ich bin schon sehr aufgeregt und spannend, dass wir bald mit Gottes Hilfe beenden, die erste 53 Prakim von Tanja, von die erste Likute Amorim. Und heute lernen wir den Unterschied zwischen die Welten oben und unten. Ist nach dem Belebung und Lebendigkeit, wo der Ensof, die Endlosigkeit gesegnet sei er, bringt das von die Verborgenheit zum Offenbarung. Also Hashem, warum nennt man die göttlichen Chayut, Lebendigkeit, Or, Licht? Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Gott hat gesagt, soll sein Licht und er ist geworden Licht. Eine von den Zwecken, Gründen, Argumenten, warum der Einfluss von Himmel heißt Or, das heißt so. Ein Wort heißt Schäfer. Schäfer heißt Fühle. In die Chassidut und Kabbale wird das genannt Or. Or war verborgen in dem Licht und er zeigt sich als Or. Zum Beispiel, es gibt eine Quelle von Wasser auf dem Berg. Und von dieser Schiefersmai, von diesen Fülle von dem Wasser, kommt irgendein Kanal und er gießt sich, er spritzt sich nach unten. Das ist Schäfer. Es kommt wie ein Trichter, wie ein guter Freund von uns aus Stuttgart, haben uns gebracht eine große Dose Metall mit Olivenöl. Aber das ist zu groß. Und meine Frau soll gesund sein. Hani hat gekauft eine kleine Plastiktrichter und wir haben so eine kleine Flasche und ich bringe die große Dose und gießt zu der Trichter und dann die Flasche ist voll. Das nennt man Schäfer. Von dem Großen in das Kleine, so wie ein Samovar, ein Wasserbehälter, hat unten eine, so eine Wasserhahn und das ist Schäfer. Or bedeutet etwas, was kommt von Verborgenheit Leben. Das ist etwas, wo das Obersten bringt mehr als das Untersten. Wie zum Beispiel jeden Körperteil, wir haben 248 Körperteile. Jeden Körperteil hat seine Eigenschaft, sein Gefäß, was er bekommt, seine geistlichen oder seelischen Nahrung von dem Moach. Und das ist Or. Genauso wie im Körper, der Gehirn, die Neurologie schenkt Kraft und Motivation und Hormonalisation. Ich kenne mich nicht aus so viel mit die weltlichen Biologie. Aber wir sehen, dass der alte Rebbe hat sehr, sehr viel gewusst. Wir wissen zum Beispiel von dem alten Rebbe, dass immer, wenn ein Mensch will sich was erinnern, hebt er seinen Kopf hoch, weil es gibt irgendein Gehirn, der wird aktiviert, wenn der Kopf ist hoch. Wie heißt dieser Name von der Frau von Aaron? Wie heißt die Frau von Aaron HaKohen? Elisheva. Gut. Und wenn ein Mensch will sich etwas vertiefen, also mehr an die Tiefe gehen, dann macht er seinen Kopf runter. Das heißt, die Tzadikim, die Rabbeim, verstehen, wie ist das in die spirituellen Sachen. Und genauso in die göttlichen Sachen, wenn sie kommen zu dieser Welt, es gibt sehr viele Kleidung. Was heißt das? Die Verborgenheit ist nicht in Quantität, sondern in Qualität. Damit sollen Geschöpfe sein in dieser Welt, im Prinzip alles ist von Gott. Menschen, Tiere, Vegetation und Gegenstände. Es ist alles von Hashem.
Alle haben von Hashem Kraft zu leben. Also Menschen haben schlechtes Gewissen, wenn sie ein Tier, also bin ich gefahren letzten Sonntag mit einer sehr guten, frommen Mädel aus Berlin. Ich habe sie gebracht zum Bahnhof und unterwegs war eine Taube auf dem Autobahn, auf der Straße. Nein, nein, Schlomo, stopp. Gut, wow. Also sie wollte nicht, soll was passieren zu dem Tier, sehr gut. Aber derselbe Mensch, der hat Angst gegen Tier, hat kein Problem zu reißen ein Blätterle von einem Bäumele. Warum? Weil das sieht er nicht, die Chayut HaElokit, die Göttlichkeit. Und auch wenn es kommt eine Wespe oder ein Moskito oder eine Fliege, hat man wenig Angst, sie zu töten. Obwohl eine Fliege zu töten, ist genauso wie ein Hund oder Kamel oder teure Pferd. Nur der Mensch macht seine subjektiven Wahrnehmung, was ist Oho und was ist Aha. Aber es stimmt nicht. Und deshalb, von Hashem ist die Sache immer dieselbe und immer die gleiche. Shkoyach.